Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Gast-Replay. Heute sehen wir Cool Herbie im Jagdtiger 8.8 auf die 8 in Ansk in einem Begegnungsgefecht. Er steht hier erstmal eine Weile rum. Vielleicht ist er sich noch einen Kaffee holen gegangen oder keine Ahnung, vielleicht trinkt er auch gar keinen Kaffee, sondern Tee. Auf jeden Fall scheint er nicht am Rechner zu sein und die Leute alle schon, oh, Noob, super, Top-Tier, AFK. Er hat 5000 Gefechte, seine WIR nach 366. Er steht hier rum. Aber ich glaube nicht, dass er mir das Gefecht zugeschickt hätte, wenn er das ganze Gefecht über da so rumsteht, sondern er wird schon irgendwie was Gutes hierbei gemacht haben. Gucken wir es uns doch einfach mal an. Ansk und Jagdtiger, ist das eine gute Kombination? Ich glaube ja. Normalerweise ärgert man sich immer in dem Jagdpanzer, wenn man auf Ansk landet. Aber ich denke, er ist gut genug, der Jagdtiger. Ja, er hat einen schnellen Reload, er hat nicht ganz so viel Alpha-Damage. Wir waren jetzt 275 auf dem kleinen dort. Ich guck mal kurz. Du warst gerade weg. Durchschlag sind 203 Schaden, 240 durchschnittlich. Da hat er ihn einmal leider verfehlt, die Nias, aber der nächste, der müsste eigentlich gerade so sitzen. Und jetzt steht er hier so in vorderster Front. Mal gucken, ob. Nö, dem Komet ist das irgendwie egal. Kleiner Chaffy. Hat jetzt nicht so mitgerechnet. Ja, okay. Um den Komet hat sich jemand gekümmert. Das braucht er hier nicht mehr machen. Fährt er weiter nach vorne? Ja. Er fährt wieder zurück. Tiger 2 wird es wahrscheinlich jetzt machen. Na? Er müsste jetzt mal mitfahren. Feuererlaubnis erteilt, hat man jetzt gehört. Er nutzt also Auto eben höchstwahrscheinlich auf den Chefi. Ich kann es nicht genau sagen, aber... Ja, das hat ihm nicht geholfen, da hin und her zu fahren. Den hat er schön ausgeschaltet. Und das war es jetzt fast hier auf der Seite. Der IS ist wahrscheinlich weg. Ja, der kleine AMX da hinten. An den wird er nicht mehr rankommen. Der holt sich jetzt die Arti. Nee. Das war der Jagdpanther 2, der sich die Arti geholt hat. Und der sitzt bei uns in der Base. Und das merkt er jetzt wahrscheinlich auch gerade. Und denkt sich, oh, vielleicht sollte mal jemand zurückfahren. Wobei, Base ist hier falsch gesagt, sondern das ist halt der Spawn. Die Base sitzt ja in der Mitte. Aber da hat sich irgendwie noch keiner drum gekümmert. Ja, er versucht jetzt hier diesen Riesenpanzer durch die engen Straßen hier zu steuern. Das klappt irgendwie. Und jetzt hat er... Bisschen Glück, dass der ELC daneben schießt. Wäre jetzt aber auch nicht allzu schlimm gewesen. Die 112 gibt da noch eine mit. ELC kriegt er auch, jawohl. Das könnte er erstmal vorgehen. Ja, an der Stelle würde ich, glaube ich, kein Auto eben benutzen. Hier backt auch so ein bisschen das Replay rum, glaube ich. Also es ist nicht genau zu sehen, wohin er guckt und wohin die Kanone zielt. Obwohl es 9.10 ist, also hier ist auch alles in Ordnung. Das ist hier irgendwie nicht super alt. Also ich nehme das heute auf am Patch Day. 18.11. Also ich nehme es jetzt schnell auf, bevor sozusagen ich das Update lade. Na, und jetzt zum Beispiel in der Situation, hier würde ich nicht mit Auto eben arbeiten, sondern tatsächlich das Ziel manuell suchen und eben nach Weak Spots gucken. Das ist zum Beispiel die Kommandantenluke, wo er eben drauf geschossen hat. Das hätte aber auch die Wanne sein können. Er stand zwar angewinkelt, aber in die Seite der Wanne wäre es auf jeden Fall reingegangen. Also hier zum Beispiel, ja, ganz klares, einfaches Ziel und da kann er unten drunter durchschießen. Macht er auch. Kann er gleich noch ein zweites Mal machen. Damit ist der 112 da weg. Jetzt kann er sich um... Ja, wen nimmt er zuerst? Ich würde, naja klar, schon das Ziel nehmen, wo er als erstes drauf kommt. Aber der Jagdpanther ist sicherlich gefährlicher. So,
So, es ist nur einer am Cappen. Ist also noch einigermaßen entspannt die Lage. Der Tiger 2 kann vielleicht nochmal resetten, wenn er mit dem Jester klarkommt. Wenn er klarkommt. Man sieht, Tiger 2 gerade ausgeschaltet worden. Wenn die da jetzt zu zweit anfangen zu cappen, dann wird es jetzt ein bisschen knapp. Oder? Nee, es wird nicht knapp. Also das schaffen die niemals. Und die Gegner sind nur noch dieser T-150. Ich glaube nicht, dass der ein Problem darstellt und der IS. Und das sollte auch nicht besonders schwer sein. Ging nicht durch, aber ich denke, das war eigentlich ein ganz gutes Ziel. Also wenn der nochmal zurückfährt, der ist ja so am Sidestrafe, ne, der T-150, dann müsste es eigentlich klappen. Der ging jetzt leider drüber weg, aber ich denke, man könnte unterhalb des Turms reinschießen. Genau da, wo er jetzt zielt. Ja, also an die Seite klappt es nicht, aber wenn er zurückfährt... Ah, das Heck des IS, das wäre schön gewesen. Der IS hat sonst wohin geguckt. Das war ein glücklicher Treffer. Also es war genau der gleiche Winkel scheinbar. Und diesmal ging es halt rein. Vorhin war es abgeprallt. Jetzt versucht er, das da wegzusnipen. Es wird vielleicht irgendwann klappen. Also wenn er da still steht. Ich finde, man könnte in der Situation auch ein bisschen aggressiver nach vorne fahren. Seitlich am Turm abgeprallt. Tja. Der IS hat jetzt den anderen ausgeschaltet und jetzt ist eigentlich kein... Also gut, er kann jetzt snipen. Ne? Um sicher zu gehen, dass der IS ihm das nicht wegschnappt. Aber insgesamt hätte man da schon zum Ende hin ein bisschen aggressiver fahren können, aber trotzdem war es eine ganz schöne Runde. Auswertung zu diesem Gefecht. Es hat am Anfang noch nicht so ausgesehen wie ein Panzerass mit Spotter, Bruiser, Duelist, Fire Perfect, Shellproof. Er hat 4 weitere Medaillen bekommen, nämlich Verteidiger, Stahlwand, Großkaliber und Krieger. Etwas über 85.000 Credits, dazu fast 3.000 Erfahrungspunkte. Das ist doppelt für den ersten Tagessieg. Das sah ja am Anfang, wie schon erwähnt, nicht so aus. Aber zum Ende hat er halt doch noch eine ganze Menge abbekommen. Er hat 4.171 Schaden gemacht, 6 Abschüsse, die Basiserfahrung 1.461. Hier sehen wir, dass die Munition ganz schön teuer war, trotzdem bleiben hier 31.000 Credits übrig ohne Premium-Account. Aber er hat halt auch eine ganze Menge verschossen, gerade zum Schluss auf den T-150. Das hätte man anders oder besser, vor allen Dingen schneller lösen können, anstatt da so lange zu snipen auf so ein winziges Ziel. Er hat also von den 36 Schuss hier nur wirklich 19 ins Ziel gebracht. Ich denke, dass halt der T-150 und der IS da keine echte Gefahr darstellten. Da hätte er einfach nach vorne fahren können und die Sache zu Ende bringen. Trotzdem war es ein gutes Gefecht. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die Einsendung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen unterhalten. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fahrt vorsichtig.